Hallo mit Verspätung zur Kalenderwoche 45. Auf Verlagsseite haben wir mal wieder CWR-Export-Optionen für euch. Diesmal die Umwandlung separater Komponisten- und Textdichteranteile in eine einzige CA-Zeile, damit auch Counterpoint Maestro mit dem Import klarkommt. Außerdem haben wir weitere Warnhinweise bei Längenüberschreitungen eingebaut, wie zum Beispiel bei Werktiteln, Beteiligtennamen und beim Verlagsfirmanamen des Ausgebenden. Bei der GEMA-Werkanmeldung haben wir einen Mapping-Fehler für Bearbeiteranteile korrigiert. Wenn ihr dazu früher Fehlermeldungen gesehen habt, die tauchen nun nicht mehr auf. Außerdem haben wir die Autorenreihenfolge bei der Ausgabe in XML angepasst. Einen Spickzettel zum Herunterladen und an die Wand pinnen gibt es jetzt auch. Unter Cheat Sheet Werkanmeldung OVW für Copyright Manager einfach das PDF herunterladen, öffnen und auf einer Seite habt ihr übersichtlich in 5 Schritten, wie ihr die Werkanmeldung vollzieht. Ebenfalls zu Werkanmeldungen eine Neuerung bei den Beteiligten. Ihr meldet original verlegte Werke von bearbeiteten Domain-Public-Kompositionen an oder müsst aus anderen Gründen DP-Shares angeben, dann verwendet bitte ab sofort unseren festen DP-Beteiligten, ein fester Eintrag in A bis Z, denn bei diesem sind die GEMA-offiziellen IP-Nummern und Kontentriple hinterlegt. Die Gesellschaft kann leer bleiben. Auf der Labelseite schreiten die Vorbereitungen für die Internationalisierung von ALF zum MIDEM 2019 wie geplant voran. Zuletzt mit einer angepassten Version des Belief-Importers mit englischen Überschriften, anglisierter Nummernsyntax und Währungsformaten. Ein schönes Wochenende und bis allerspätestens zur MIDEM in Südfrankreich.